dann alle da draußen, die natürlich eingeschaltet habt, hier ist wieder Kanon so mit die Nora in Farbe und Bunt. So, mal ganz schnell hier gesagt, weil wir direkt hier weiter unsere Rüstungen bauen müssen. Und mir hat jemand geschrieben, ich sollte das Portal doch in die Hölle bauen. Nein, es ist besser im Game zu bauen, um erstmal Silber abzubauen, und das Portal können wir immer noch nach unten verschieben. Also von daher, chillemille. Nee, da wollte ich nicht hin. Und wie ihr hört, ich bin wieder etwas gesünder. Also ich muss nicht mehr so oft machen, und ich habe auch keine Niesanfälle und keine Hustanfälle mehr. Es ist alles momentan wieder ein bisschen tutti frutti. Bis auf diese verfickte, nette Fledermaus. Und wir sehen auch wieder nichts. Ja, toll, jetzt bin ich auch noch nach unten gefallen. Ach, dann gehen wir einfach dahin. Scheiß drauf. Schnell, bevor hier hinter mir gleich der andere Depp da kommt. Ach, geh weg von mir. So, und ihr hört im Hintergrund auch die Musik. Wie versprochen, werde ich jetzt die Tode meiner Mucke, die ich vorher im anderen Let's Play benutze, auch hier einfügen. Weil so ganz ohne Mucke ist das immer ein bisschen langweilig. So. Fuck. Komm, mach jetzt. Ach, eine Schatztruhe wäre auch mal ganz cool, wieder hier zu finden. Ja, komm, sterb. Oh, jetzt kommen da noch diese nervigen Geister. Weg. So. Ich hoffe, es kommt bald irgendwie eine Piratenattacke. Ich würde nämlich gerne den Captain töten, immer noch. Aber jetzt hat erstmal Silber unseren Vorrang. Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Nein. Ja, gut. So, jetzt hängen wir einen Bug fest. Können jetzt das machen. Sehr gut. Was mir gerade auffällt, eigentlich wollte ich mir aus Gold noch eine Goldspitzhacke machen. Egal. Dann haben wir jetzt erstmal ordentlich Silber, damit wir uns eine ordentliche Silberrüstung machen können. Direkt kommt Gold, und dann hoffentlich schaffen wir in dem Part, unsere gesamte Goldrüstung zu machen zu können. Weil dann haben wir ja perfekte Defense-Werte, und es ist sehr schwer, da noch zu sterben. Und ich habe auch noch meine Seelen, gell? Ja, 300 habe ich schon wieder. Und dann können wir auch gleich wieder aufleveln, auch wieder gut. Wow, hier ist eine... Nein, da ist was, das mir nicht gefällt. Blöden Pflanzen hier immer. So, wir bauen das ab, das ab, das ab. Und gehen hier weiter. Kein Bock, mich nach unten zu buddeln, ey. Ich will nicht wieder in das Rote gelangen, weil wir ja Silber brauchen. Och, überall Wasser, ey. Voll nervig. Komm, sterb jetzt. So. Da oben ist das andere. Nein. Wir wollen Silber haben. Da ist noch ein bisschen Silber. Und auf der anderen Seite ist auch noch Silber. Sehr gut. Wenn ich die ganze Zeit diese behinderten Geister kommen würden. Piss dich. Komm her. Sterb. So. Oh, mit der guten Musik ist das auch gleich viel besser hier abzubauen. Dann haben wir, glaube ich, auch den nervigsten Part von ganz Denora hinter uns. Obwohl jetzt manche auch als Kommentar und ich auch private Nachrichten gekriegt habe, dass das gar nicht so schlimm ist, dass ich hier nur die Rohstoffe abbaue. Aber ey, ich persönlich würde trotzdem lieber kämpfen. Oh, und die Seelen chillen ihr Leben und fliegen um uns. Auch immer ganz süß. So, unten sind wir diese explodierenden Pflanzen, die kein Mensch braucht. Ja, kommt doch endlich mal zu mir, Seelen. Ich bin hier. Ja, komm. Oh. Nee, der... Die Seelen machen lieber Kreise um uns. Alter, warum kommt hier kein Raum? Ah, da kommt einer. Und wieder ein behinderter Geist. Hallo, Geist. Ja, sterb an meiner Spitzhacke, du Spasti. Ah, da unten. Oh, sogar richtig fett viel. Haben wir echt Granaten dabei? Oder habe ich hier alle zerbombt? Scheiße. Mit Granaten wird es nämlich schneller gehen. So. Zack, zack. Und der Entwickler hat auch gemeint, wenn das Spiel sich besser weiterverkauft, es ist durch eure Hilfe, also wenn ihr meine Let's Plays und so auch, sagt's mir, weiterverbreitet und das mehr Deutsche spielen. Er hat auch gemeint, durch mich sind die deutschen Käufe enorm gestiegen. Wir sind mittlerweile auf Platz 1 von den Ländern, die das Spiel gekauft haben. Also ist Deutschland. Und dann wird er nicht nur neuen Content bringen, sondern er ist momentan auch so leicht am Arbeiten an einem Online-Multiplayer-Modus. Und ich denke, Online-Multiplayer-Modus, da hat keiner Nein zu, und ja, das wird auf jeden Fall cool.
Stell dich mal vorher, macht ein bisschen neuen Content dazu, vielleicht einen neuen Boss oder so und Online-Multiplayer dazu. Es ist auf jeden Fall fett. So. Komm, sterb. Wie viel Silber haben wir denn eigentlich mittlerweile? Mal gucken. Warte, erstmal noch hier die Dinge abbauen. Da noch die zwei. Wie viel haben wir denn mittlerweile? Och nein, Bug nerv ich nicht. Nein, ruhig. Stopp. Stopp jetzt. Ruhig. Ich muss meinen Controller wieder in die Wand werfen, damit es ja funktioniert. Mann, ey, ist. Reicht. Oh, jetzt hat's aufgehört. Da haben wir auch noch 6 Granaten. Haha, doch noch. Wo ist denn Silber? Nicht doof? Da. Hoho, wir haben 200. Minus der Silber und 245. Okay. Und. Na, die Axt haben wir noch nicht Silber gemacht. Wir müssen ein bisschen sammeln, damit wir die Axt noch Silber machen können und den Rest Silber. Damit wir am Ende des Parts nicht nur eine goldene Rüstung haben, sondern auch goldene Werkzeuge. Oh Mann, was für eine große Silberader. So. Also durch einen Daumen hoch und so weiter und durchs Teilen des Videos allgemein von Denora helft ihr nicht nur mir, sondern auch dem Entwickler und letztendlich auch euch. Weil dadurch kommen neue Content und natürlich ist es klar, wenn ich ein Entwickler bin und es nur zwei Leute spielen, warum soll ich dann noch dicke Programmierarbeiter hinterher hetzen? Aber ich meine, wenn es 500 Leute spielen, ist es mal was anderes. So. Oh, da fließt das schöne Wasser hier runter. Und im Hintergrund hört ihr einen schönen Track. Ja, das war, glaube ich, nur Stein. Namens Moon Team. Das ist ein Thema zur Mondlandschaft in DuckTales. Davon habe ich auch ein Let's Play gemacht. Also das ganz alte NES DuckTales. Wo jetzt seit kurzem DuckTales Remastered rauskommt. Was ich mir eigentlich auch noch spielen wollte. Aber naja. Hab mir Let's Play mal kurz angeguckt davon. Und irgendwie 15 Euro ist es jetzt nicht wert. Für 10 hätte ich mir geholt, aber 15 ist so eine Sache. Och, sterb doch endlich! So. Ja, Seelen, komm zu mir. Dankeschön. Ba, 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 ba. Oh, ich liebe den Track. So, jetzt sterb endlich. Ja, genau. Ey, ohne Gift wären wir ziemlich schwach. So. Und es gibt auch neue Informationen. Es gibt nicht nur einen Monocurve-Warten. Es gibt sogar, glaube ich, bis zu 3- oder 4-fach. Das heißt, er hat dann alle Elementschaden auf einem, auf einer Waffe. Das Problem momentan, man kann den Force nicht nutzen. Das ist ein bekannter Bug. Eure Waffen gehen einfach weg, wenn ihr die mit Elementarschaden versehen wollt. Also auf keinen Fall am Force, versuchen, eure Waffen mit Elementarschaden zu versehen. Wird auf jeden Fall, ist auch schon gefixt soweit und der Fix kommt ja auch bald online. So, da oben ist noch ein bisschen, oh Alter, nerv mich nicht. Weißt du was, wir machen einfach jetzt so. Mit der schönen Kralle geht es nämlich um einiges schneller. So. Jetzt schnell hier oben kaputt machen, komm, zack, zack. Gechillte Mucke. Ich glaube, langsam müssen wir genug Silber haben. Och ne, Alter, nerv ich nicht. Das erste, was wir gleich machen, ist aber eine Goldspitzhacke, falls wir Gold abbauen, weil das geht dann um einiges schneller. So, da 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 da. 8 Minuten erst, alles noch gut. Wir sind gleich mit Silber fast fertig, also es kann nicht mehr besser werden. So, naja, außer wir finden noch eine geile Schatztruhe mit irgendeinem richtig geilen Shit drin. Das wäre natürlich auch noch Bombe. Ah, noch mehr Silber. Oder ist das Stein? Ne, ist Silber. Nerv mich nicht. Geh weg von mir. Alter, jetzt sterb endlich. Oh, ohne diese Gesundheitsanzeige, die ist echt geil. So. 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 Oh, ist das schön hier. Ein Paradies. So, jetzt muss ich nur irgendwie, irgendwie so hier hochschneiden, bevor der andere Rest da verschwindet. Nein, nein. Oh, gut. So, ich glaube, wenn wir die Ader komplett abgebaut haben, gucken wir nur noch kurz hier nach Schatzkisten, kurz links und rechts und
Dann gehen wir direkt auch hoch. Wir haben ja noch ein paar Potions. So, ich probiere jetzt mal was. Kommt das schneller? Oh! Oh, ja. Ja, das geht ein bisschen schneller. Die ist da oben gelandet. Habt ihr das gesehen? Die ist da oben irgendwie hingespawnt. Aber egal. Wir haben ordentlich Silber jetzt. Also ihr braucht überhaupt keine neuen Spitzhacken, merke ich gerade. Kauft euch einfach direkt ganz viele Bomben für die Leute, die das Spiel schnell durchspielen wollen. Und dann könnt ihr einfach die ganzen Materialien so wegbomben. Gerade mal so gemerkt. So. Nein, da verschwinden schon wieder welche. Weg. Ja, kommt her. Silber ist immer gut. Stimmt, wir müssen uns auch noch diese Pfeife machen, um Endfallen zu besiegen. Oho, fällt mir gerade ein. So. Komisch verlaufen, ne? Da müsste gleich noch ein Raum kommen und wenn da keine Schatzkiste oder so ein Scheiß drin ist, dann... Wayne. So, ich überlege gerade, ob ich mich hier durchbombe, aber nein, die drei Bomben behalte ich mir noch für die schöne Goldzeit. Für die Goldader, da geht es nämlich viel schneller. Ach, Alter, kommt da jetzt mal ein Raum. Da ist ein Raum, da ist ein Raum, da ist ein großer Raum. Ziemlich großer Raum sogar. Gib mir Schatzkisten, bitte! Erstmal hier oben gucken. Ist hier irgendwas Schatzkiste-mäßig? Yo, Schatzkiste? Nee. Dann gehen wir hier runter. Ich werde da oben ist jetzt irgendwo eine, so ganz offensichtlich eine scheiß Schatzkiste, aber egal. So. Ey, das ist eine, eine Hexe mit einem scheiß Portal. Geil. Ah nein, die hat aber... Nein, nein, nein. Nein. Bitte nicht, bitte nicht. Lass mich weg. Nein, au. Das ist ein harter Kampf hier gegen eine scheiß Hexe. Und der blöde Geistneft auch. Ich will nur das Dings haben. Einmal musst du nur gewähnt werden, dann hab ich dich. Hab ich dich, du blöde Hexe, Mann. Die Musik passt gerade gar nicht. Voll fröhlich. Ja, jetzt. Nein, verpiss dich. Au. Okay. So, verpiss dich jetzt, du blöde Hexe. Du bist behindert und keiner mag dich. Ach, fuck. Nein. Ach, jetzt. Yeah. So, Leute, wir haben noch ein Portal. Geiler geht's ja wohl nicht. Das heißt, wir können jetzt an die Hölle bauen, wir können überall scheiß Portale hinbauen. Gut, dass ich doch nochmal weitergegangen bin. Ist da eine Schatzkiste drin? Nein. Oder? Auf jeden Fall sind da ziemlich viele Gegner. Wenn wir noch mehr Seelen kriegen. Oh ja, kommen alle mal zu mir, Seelen. Das ist gut. Jetzt bleibt der auch noch stehen. Ey. Lauf doch in dein Tod rein, du blödes Skelett. Und der Geist auch. Komm her, ja. Mit der Spitzhacke töte ich euch jetzt beide. So. Sterb. Oh, ihr merkt, ich will, das ist immer so eine Höhle, dann will die ganze Zeit weitergehen. Sehr komisch. Obwohl man schon das hat, was man will. Aber es könnte ja irgendwo noch was ganz Geheimes sein, was eine Schatzkiste ist. Was haben wir denn hier? Healing Spell. Nervig nicht. Monocore Silverbow. Mitnehmen. Bücher lassen wir hier. Ich nehme nochmal einen Healing Spell mit. Lol, wir haben Silverbone gekriegt. Geil. Von der einen Hexe haben wir einen Silverbone gekriegt. Haben wir noch einen besseren. Das ist natürlich nicht schlecht. So, den nehmen wir auch noch mit. Jetzt gehen wir noch kurz hier unten, weil meistens bei einer Schatzkiste ist noch eine zweite irgendwo. Ach, geh weg. Weg, 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 weg. So, egal, Wayne. Wir gehen nach oben. So. Nein, wir brauchen erstmal noch mehr Holz. So, hier ist noch gemütliche Musik hier für die gemütliche Oberwelt. Ah, die geben mir keine Mission. Ich hätte gerne mal eine Mission gemacht. So, die beiden fällen mir noch und dann müssten wir eigentlich genug Holz. Warte mal ganz kurz. Ich komme gerade auf eine doofe Idee. Auf eine nicht so doofe Idee. Wenn die funktioniert, kriegen wir direkt ziemlich schnell Holz.
Einfach eine Granate ins Wasser werfen, dann haben wir Holz. Aber egal jetzt. Wir müssen genug Holz haben und wir müssen jetzt genug Bahn machen können. Oh, 15 Minuten schon. Scheiße, ich muss mich ein bisschen beeilen hier. So. Geht zu. Lala, an den Ofen. So. Silberbahn. Zack. Nein, nicht nochmal A drücken. 76, das ist glaube ich zu wenig. Aber erstmal gehen wir hier oben hin und tun mal alles in irgendwelche Kisten rein. Ach, scheiße. Stopp. Dankeschön. Nein, die Bomben kannst du da lassen. So, mit unserem geilen Trick. LB nach oben. Kiste hinbauen. Kannst rein. Rein. Mir egal, hauptsache einfach alles weg. So. Nein. Iron Helm will ich nicht machen. Da haben wir es doch. Silver Helmet. Silver Chestplate. Ja, wir werden langsam arm. Es könnte aber sogar funktionieren. Ja. Ach, scheiße. Warte mal. Ja, 6 haben wir noch. Oh, Glück gehabt. Nein, die muss doch die scheiß Silber Ex nochmal. Egal, wir bauen uns jetzt mal die Flöte. Okay, wir bauen da noch minimal Silber. Aber das ist uns eigentlich ziemlich scheißegal. Geh weg. Weil. Stopp, halt, stopp. Wir haben jetzt die direkte, komplette Silber-Armor. So. Jetzt müssen wir uns noch Gold machen. Zack, nein, geh in den Furnace und mach Goldbahn. 23. Und dann machen wir die Spitzhacke draus und den Hammer machen wir uns da draus. Und die scheiß Schuhe machen wir uns draus. Weil die bis jetzt am wenigsten Def haben. Die hat nur 4 und der hat jetzt 6. Aber guck mal, 6, 12, 8. Ich meine, fast 30 Defense mit der kompletten Rüstung. Schön Level abmachen. Wir machen Leben und. Ach scheiße, wir haben fast ein zweites noch gehabt, aber egal. Was wollte ich noch machen? Da habe ich Tränke, sehe ich gerade. Nein, ich will doch gar. Ich will doch hier. Immer in dem Menü, fuck das ab. So. Tränke haben wir. Die Spitzhacke tun wir hier gemütlich hier oben rein. Den goldenen Hammer auch. Zack. Ab geht die Post. Und hier haben wir die geile Flöte. So. Jetzt gehen wir wieder nach unten. Erstmal zum Gelben. Leider Gottes. Da ist ein bisschen Silber. Wir brauchen noch minimal Silber, damit wir uns die scheiß Axt in Dings machen können. Und Silber. Um danach dann postwendend auch die Axt direkt mit ein bisschen Gold zu Gold zu machen. Dann haben wir nämlich schon mal alle Werkzeuge auf Gold. Und da ist direkt eine Schatzkiste. Ah, leck mich doch mal Arsch, ey. Ah ja. Manchmal findet man sie direkt, wie am Anfang meines Let's Plays, da bin ich irgendwie perfekt gelaufen, dass ich immer perfekt die Schatzkiste gefunden habe. Und dann auch nicht. Also nicht weiter schlimm, wir killen eh noch ein bisschen Skelette, damit wir noch ein Level up machen können. Weil desto mehr HP, desto besser. Obwohl die uns eigentlich fast nichts mehr zocken müssten, weil wir unsere geile Armor jetzt dran haben. LOL. Da ist eine Silberhose drin. Flame Defense und Shock Defense 4. Aha, jetzt haben wir noch eine bessere Hose. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Was ist denn da? Das da rein. Was ist das hier? Using this necklace and change your health. Meine Lebensregeneration von 2? Eigentlich kann ich den Spirit Catcher nachher ausziehen. Den brauche ich ja eigentlich dann nicht mehr. Und ich meine, wenn mein Leben sich die ganze Zeit wieder heilt, also regeneriert, ist natürlich extrem geil. Aber egal, wir haben jetzt Shock Defense und alles, ist alles gut. So.
Aber Alter, es fuckt mich ab, dass dieser scheiß Ofen nicht funktioniert. Ich würde am liebsten meine ganze Rüstung dann komplett mit Elementarschaden buffen. Weil dann kann wirklich niemand mehr was. Das Einzige, was uns momentan noch... Mama, wie viel zockt der mir? Immer noch 17. Warum zockt der mir immer noch 17? Ich habe 20 Defense. Durch diesen behinderten... sagt's mir, durch diesen... Warte mal, hat er mir gerade einen Helm getroppt? Nee, gell? Durch meine zwei Sachen habe ich 20 Defense, plus Rüstung habe ich jetzt 30 oder 40 Defense. Ist ein bisschen komisch. So. Aua. Och, mit Gold geht es aber alles ein bisschen schneller. Ist extrem gemütlich. Ist ja auch überall Silber. So. Ja, die Goldspitzhacke, cool. Hätte gerne noch eine bessere, irgendwie so ein Bohrer wie bei Terraria. Ah, naja, die Geister haben wenigstens einen guten Nutzen. Sie machen Licht und zeigen dir irgendwas. Wenigstens einen Nutzen. Ich mache jetzt 5 Schaden. 5 Schaden hier. Was stärker ist als jeder Holzspeer am Anfang. So. Da. Ich glaube, wir müssen langsam genug Silber haben. Wir direkt gleich zu Gold machen können und da direkt einen Teleporter aufstellen können. So. Zur Vorsicht machen wir hier trotzdem noch mal ein bisschen Silber, damit wir ganz sicher sein gehen können, sicher gehen können, dass hier alles super duper tolli ist. So. Nein, da ist eine... Ah, geschafft. Schatzkiste. Vielleicht noch ein Rüstungsteil? Monocore Silver Boots. Frost Defense 14. Ach, scheiße. Nein, der hat mir Feuer gebaut. Weißt du, jetzt finde ich diesen Scheiß hier die ganze Zeit. Zum Kotzen. Ach, weißt du was? Ich soll den Hammer echt mal hier drüben drauf machen, anstatt der Klaue oder so ein Scheiß. Das nervt. Jetzt werden immer voll die geilen Sachen. Sind bestimmt immer voll die geilen Sachen drin. Wie Heiltränke. Und scheiß Gift, große Giftwürmer und so. Mal gucken, vielleicht ist hier was Geiles. Ah, ein Heiltrank. Geh weg von mir, verpiss dich. Ich hasse Riesenwürmer, ich hasse sie. Und die, wie ich sie nenne, die Pupswürmer. McFord, MC Ford. Ja, jetzt verpiss dich doch endlich. Ja, genau, flieh. Feenflügelattacke, bam. So, komm her, Seelen. Er kommt daher. Ah, ich hab sie gekriegt. Und wir können auch schon wieder Level Up machen, sehe ich gerade. So, du stirbst auch noch. Jetzt schön den Goldhammer hier rausnehmen. Zack. Ah, das ist eine scheiß Hexe. Was hat sie für einen Zauber? Wetten Eiszauber. Wow, 3 Schaden. Du bist ja der Bringer schlechthin. Sterb einfach. Ja, wer gewinnt und verreckt jetzt einfach. Danke. Ich nehme trotzdem mal alles mit. Vielleicht brauche ich den Shit ja irgendwann. So. Was haben wir da? Einen Hexenkessel, den wir schon haben, soweit ich weiß. Und ja, Wayne. Also ab nach unten. Und den Part mache ich auch wieder länger. Ich mache jetzt den Part wieder so eine halbe Stunde. Ja, halbe Stunde. 25 bis halbe Stunde. Und warum? Weil ich in dem Part... Wooden Boomerang. 2 Damage. Spring Boots. Using Spring Boots increase the high of the jump. Warte mal, kann ich den auch als Armor anziehen? Weil ich scheiße jetzt gerade mal auf diese blöden Goldkacke. Mal gucken, ob das klappt. Oh yeah! Man kann die Sachen also auch da anziehen und... Oh mein Gott, hüpfe ich hoch. Das ist geiler als das billige Defenser. Bam, jetzt sind wir noch... Ah, da unten ist was, was mir nicht gefällt. Weg. Weg von mir. Ja, Geist, zockt mir 1. Eins zockt... Aber warum hat der mir scheiß Skelett-Spasti mir dann... 17 gezockt immer noch. Oh nein, ich muss mich beeilen, das auf ich. Ja. Warte mal, wenn ich hier Silber-Armor-Scheiße kriege, das heißt doch, dass ich in Rot dann in Schatzkisten, wenn ich Glück habe, Gold-Armor-Sachen kriege. Ja, so eine komplette Elementar-Armor wäre nicht schlecht. So. Da oben ist ziemlich viel Gold. Hm.
Ich muss jetzt nur wieder irgendwas finden, wo ich mich so komisch mit dem Bug festhalten kann. Was er aber nicht macht. Arschloch. Ach jetzt, Alter, jetzt komm. Ja, den oberen machst du immer kaputt. So, jetzt. Ja, perfekt. Zack, 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 zack. So, ich will was anderes machen hier. So, jetzt machen wir nämlich so, 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 so. Ach, scheiße, ich bin voll. Dann werf 200 Dreck weg. So, jetzt gehen wir nämlich hier in die Mitte. Es dauert nämlich immer noch ziemlich lange, den Scheiß abzubauen. Und werfen immer eine Granate rein. Ui! Bam! Ich sehe nichts, aber ich glaube, wir haben ordentlich Gold. Was haben wir denn jetzt? 41. Ah, das ist noch zu wenig, das muss noch viel mehr werden. Aber ich gucke gerade Zeit, 25 Minuten, fast 600 Stunden, scheiße. Ich muss in 4 Minuten irgendwie noch hinkriegen, hier noch genug Gold abzubauen. Damit wir uns hier fett noch die Armor machen. Am schlimmsten Fall kriege ich das in dem Part dann doch nicht mehr hin. Aber im nächsten Part sind wir dann direkt damit, eigentlich müssen wir fast fertig sein und dann können wir weiter Abenteuer erleben. Meine lieben Leute. Und ich bin dann echt froh, dass wir den langweiligsten Part an den Norrodern schon hinter uns haben. Nämlich stundenlang irgendwelche Rohstoffe sammeln. So. Ach, Alter. Nehmen wir jetzt diesen Goldding. Dankeschön. So. Und dann suchen wir nämlich weiter Schatzkisten hier unten. So. Komm her. Komm her. Ja, komm. Ja, dankeschön. Jedes Goldding muss aufgesammelt werden, unbedingt. Ach, bin ich schon wieder voll, oder was? Nee. Hä? 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 Ach so, das meine... Och, und Heiltränke finden wir auch die ganze Zeit auch nicht schlecht. Ach, schon wieder Gold. Sehr gut. Das gefällt mir doch. Oh nein, ich muss ein Goldding noch kaputt machen. Komm her. Ah, so. Besser ist es eigentlich, einen Händler zu finden und bei dem dann... schick gerade mal so wieder 5-6 Bomben zu kaufen und dann sind wir nämlich viel schneller. Aber naja, die ganze Zeit nur so Speedrun zu machen wäre auch langweilig. Ich will ja möglichst alles erleben, ist ja wie bei Terraria. So. Ich meine, was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben nur Glück gehabt mit Sachen, haben ziemlich viel schnell geplättet, ziemlich viel gelevelt und machen uns direkt die beste Armor. Also ich denke mal, Gold ist so bis jetzt das Beste. Obwohl, es kann auch sein, dass es genauso scheiße wie bei Terraria. Terraria ist Gold ja auch am Anfang das Beste von den Anfangsrohstoffen, die man finden kann. Und naja, sobald dann die Dark Armor kommt von irgendwelchen Endfeinden und so ein Scheiß, ist es dann wieder... stinkt die Gold Armor wieder ab. So, jetzt haben wir 126 Gold. Ah, und da sind meine netten Freunde, die kleinen Teufelein, Teufelinchen hier. Alter, haben die mehr HP irgendwie? Ich brauche unbedingt eine neue Waffe. Wo der Venom-Ding schon geil ist, wenn er mal trifft. Aber wir setzen jetzt hier mal ein Dings hin. Ein, sagt's mir, ein Portal. Zack. So, das macht automatisch Licht. Sehr gut. Oh, wie hoch man hüpfen kann. So, und die müssen wir jetzt nämlich umbringen, in der Hoffnung, dass wir eine Waffe von denen kriegen, aber wir werfen vorher noch irgendwas weg. Iron Ore werfen wir weg, braucht kein Mensch. So. Nein. Warte mal. Neue Steuerung, die... So, jetzt treffe ich. Yeah! Na, nur eine Seele? Komm her. Komm her. Ach, warum fliegst du immer? Ja, jetzt sterb. Nee, also irgendwie tropft mir das Ding nicht. Vielleicht ist auch eine minimale Prozentschance. Oh, Alter, flieg ich hoch. Warte mal ganz kurz. Greifhaken, so. Jetzt gehen wir hier lang. Oh, 29 Minuten. Mann, ich muss noch ein bisschen Gold finden. Jungs und Mädels hier. Das kann doch nicht angehen. Böse Konsumonso kriegt es nicht hin. Au! Okay, elementar. Au! Schaden kriege ich immer noch. Wie Hechtsupp. So. Ja, danke, du. Blödes etwas. Ich muss mich mal langsam heilen. So.
Was ein schönes Geräusch. Was ist das für ein komisches Geräusch? Hört ihr das? Das ist ein komisches rotes Ding. Oh, ich hab's getötet. Was immer das war. Komm mal her, Teufel. Ich weiß, es ist jetzt schon... 30 Minuten schon. Ich muss den Part eigentlich jetzt beenden. Aber wir töten gerade noch hier unseren netten Freund und kriegen natürlich nichts. Aber ich will von jemandem auch sagen, wenn ihr den Part oder der Part euch gefallen hat, einen schönen Daumen nach oben und schön kommentieren. Und ganz wichtig, was ich vorher schon gesagt habe, immer Däumchen nach oben geben und das Video teilen. Also haut rein und bis zum nächsten Part. Euer Kanonbonzo. Ciao.